So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Also, ich bin ja zurzeit irgendwie nur am Arbeiten auf der Ranch oder irgendwie was am Erledigen. Die Zeit zur Zeit ist echt krass. Also, da ist irgendwie, mir fällt auch auf, dass die Leute um mich herum immer grantiger werden und immer, also unleidlicher. Also, das wird alles immer schlimmer, ich sag's euch. Da ist man ja mal froh, dass man so viel Positives in sich hat wie ich. Das geht mir vielleicht jetzt noch am allerwertesten vorbei. Aber mir fällt schon auch auf, dass die Menschheit zunehmend am Verrohen ist hier. Also, ja, wer weiß, wo das noch hinführt. Ich will es gar nicht wissen. Ja, also, was haben wir denn da? Wir machen heute ein Orakel mit dem lustigen Namen Drei ist einer zu viel. Und zwar geht es jetzt hier rum. Es gibt ja ganz oft oder ganz viel, ich merke es ja in meinen persönlichen Readings, immer darum, dass man irgendwie in einer Dreierkonstellation ist. Und in einer Dreierkonstellation, wenn mich jetzt weibliche Personen fragen, ist immer einer der Depp. Ja, also entweder ist es die Frau oder es ist eben die Geliebte. Der Mann ist immer in seiner Komfortsituation. Ja, da hatte ich auch schon einige Telefon-Readings, wo da das Thema aufkam. Der Mann, dem geht's gut. Der hat zu Hause sein Nest, seine Frau, vielleicht auch das Kind. Und wenn er seinen Spaß haben will, dann geht er zu seiner Geliebten, verbringt da ein paar schöne Stunden und dann geht er wieder zurück, verspricht beiden das Blaue vom Himmel. Und so ist es ja für den Mann wunderbar. Ja, also eine wunderbare Situation für ihn. Es gibt also nicht den geringsten Grund für ihn, irgendwas an der Situation zu ändern. Und die leidet, ist meistens die Geliebte oder eben die Ehefrau. Ja, und daher jetzt heute mal das Orakel, was wir legen. Und ihr müsst mir bitte nachsehen. Ich habe die Karten schon gemischt und hingelegt, weil jetzt sind es 12 Karten. Also das Gemische wollte ich euch eigentlich jetzt ersparen, ne? Sonst zieht sich das Video ja wieder nur unnötig irgendwie in die Länge. Aber die Karten liegen da. Ich habe sie aufgebreitet, habe jetzt extra mal den Mann, die Frau und die Schlange mit rausgenommen. Die Schlange ist jetzt stellvertretend für die Rivalen. Also wenn du als Geliebte zusiehst, dann ist das hier die Ehefrau und das hier, das bist du. Und wir wollen jetzt mal eher ins Orakel einsteigen und schauen uns mal die Karten an. Ja, an der Hauptenergie draußen sind schon mal die Störche gefallen. Die Störche sind ja eigentlich dafür, dass sich etwas wandelt, dass sich etwas verändert. Ja, vielleicht etwas, was schon etwas länger dauert, dass da mal irgendeine Art Veränderung reinkommt. Ja, für dich, also jetzt in der Sache, wenn du jetzt hier eine gewisse Erkenntnis erlangen solltest und in Resonanz gegangen bist, freut es mich wirklich sehr, wenn ich dir die richtigen Impulse geben konnte. Wenn es da auch dein Thema ist, aber du jetzt hier nicht in Resonanz gehst und gleiche Fragen hast oder das gleiche Problem hast, dann schreib mich bitte an. Unterm Video ist immer meine Handynummer, schreibst mir eine WhatsApp-Nachricht oder eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse steht auch in der Infobox unter jedem Video. Ich freue mich auf deine Nachricht. Da machen wir ein persönliches Reading draus. Na? Okay, also wir fangen mal an. Drei sind einer zu viel. So, und der am Ende hier dann zu viel ist, ja, der darf loslassen. Ja, loslassen ist eigentlich auch immer etwas Schönes. Das klingt nur komisch, oh, ich muss ihn gehen lassen, ich muss loslassen. Aber man kann es ja auch anders sehen. Man kann ja auch sagen, ich darf ihn loslassen. Ja, du darfst alles, was dich hier dann belastet, loslassen und du darfst neu anfangen. Ja, also das hier ist die Ehefrau, das ist die Geliebte. Wir fangen mal an und zwar oben hier in der ersten Reihe. Da ist schon mal eine eigentlich schöne Karte gefallen. Das ist der Neuanfang hier. Das Kind, das steht ja für einen Neuanfang oder halt auch für ein Kind selbst. Wenn er jetzt in einer Beziehung oder in einer Ehe ist, wo es auch Kinder gibt, kann es auch sein, dass er halt seine Kinder vorwiegend im Kopf hat. Er hat auch seine Partnerschaft im Kopf, ja. Er schaut auch auf die Partnerschaft. Wenn das hier der Neuanfang ist, ja, dann kann ich dir als Geliebte sagen, pass auf bei diesem Mann, ja, der spielt hier ein Spiel, der will sich nur in seiner Komfortsituation wohlfühlen. Da schaut es mir jetzt schon aus, da ist Lug, Betrug da, also Betrug sowieso.
Aber da ist auch so ein bisschen die Falschheit mit im Spiel, ja, wenn es darum geht, mit diesem Mann etwas Neues anzufangen. Weil bei uns in Bayern sagt man, einmal Hund, immer Hund. Wenn der Mann in der Lage ist, jemanden zu betrügen, ja, warum soll er es denn dann bei dir nicht machen, wenn du mit ihm zusammen bist? Also bei diesem Mann ist auf jeden Fall schon mal Vorsicht angesagt, ja. Hier auch in der Reihe der Berg und der Brief, also die Kommunikation ist auch so ein bisschen schwierig mit ihm. Meldet er sich vielleicht mal eine Zeit lang gar nicht, ja, dann fühlt er sich in seiner bei seiner Frau wieder wohl. Wenn es wieder nicht so ist, ja, dann kommt er wieder bei dir an, dann ist wieder die Leichtigkeit da. Also hier sehe ich den Mann auch jetzt schon so richtig in der schönen Wohlfühl-Situation. Ja, warum soll ich denn irgendwas an der Situation ändern? Mir als Mann, mir geht's doch gut. Ja, aber wir wollen ja jetzt mal sehen, wohin das Pendel tendiert bei diesem netten Mann hier. Und zwar schaut er ja hier tatsächlich auf die Fische. Und das ist ja in Liebesfragen auch die Karte der Partnerschaft, ja. Partner, Seelenpartner. Dann hat er hier noch in der Reihe das Haus liegen. Das sehe ich jetzt als das Haus, das er mit seiner Frau, Freundin hat, mit der er noch zusammen ist, die häusliche Situation. Und sie hier noch am Ende in der Reihe, also zwischen den beiden, da liegt schon mal die Partnerschaftskarte, das häusliche Umfeld. Also es ist nicht so, als würde es ihm zu Hause nicht gefallen. Auch wenn er dir irgendwas anderes erzählt, wenn er dir erzählt, ja, ich trenne mich bald, ich komme schon bald, ich brauche noch ein bisschen Zeit, das Quatsch. Ja, hier in der Reihe liegt es ja da, in der Energie jetzt hier, da fühlt er sich zu Hause wohl. Und er erzählt dir halt einfach Zeug, damit du halt noch ein bisschen die Füße stillhältst, ja. Seine Frau, seine Partnerin, seine jetzige, liegt auch mit in der Reihe. Also die beiden verbindet quasi die Partnerschaft und das häusliche Zusammensein. Von daher kann ich euch jetzt schon sagen, dass es ihm zu Hause auf jeden Fall gut gefällt und daran wird er so schnell auch nichts ändern, na? Ja, was dich jetzt angeht, du bist ja die Geliebte. Du schaust hier unten auch auf das Kreuz drauf. Und das Kreuz ist auch eine echt schwere Karte, schwere Kost. Da geht es darum, da gibt es eine Last, da gibt es eine Belastung. Ja, da ja, bedrückt dich irgendetwas sehr. Hier hast du auch noch den Mond liegen für deine Gedanken, die dich nagen und die dich plagen. Dass du überlegst, ja, kommt er nun zu mir, kommt er nicht zu mir, wie geht es denn in dieser Dreierkonstellation weiter? Und bist hier viel am Denken und ich sehe auch hier schon an der Reihe um, dass dich das alles irgendwie schon sehr belastet. Auch die häusliche Situation zwischen ihm und ihr liegt über dir und darüber noch der Berg, also das ist auch so ein Ding, wo du weißt, das ist eine Riesenblockade, das ist eine Riesenschwierigkeit, das ist ein Problem im Allgemeinen, ihn da irgendwie rauszukriegen. Also du hast diese Situation, die hier herrscht, schon im Kopf. Oder vielleicht ahnst du es ja auch, dass er sich eigentlich schon da wohlfühlt, auch wenn er dir vielleicht etwas anderes erzählt. Drehst dich auch hier von dem Stern weg. Das ist die Klarheit. Also dir ist jetzt hier im Augenblick alles andere als klar in dieser Dreier-Situation, in dieser Dreier-Konstellation. Und dieser Mann, ich sag's euch, wie es ist, also jetzt in diesem Deck, das soll jetzt für dich schon ein Umbruch stattfinden, dass du vielleicht mal ja umdenkst und entweder dich aus dieser ganzen Sache herausziehst oder du versuchst eben diesen Mann einmal dazu zu bringen, dass er sich bewegt. Weil wenn das immer so weiterläuft, wie es jetzt ist, hier die Geliebte, da die Frau, das Zuhause, ja, dann wird der Mann sich nie bewegen. Ja, du kannst zum Beispiel mal ihm erzählen, dass du vielleicht ein Date hast mit irgendjemand anderem oder ihm irgendetwas erzählen, dass er das Gefühl bekommt, er würde dich verlieren, du entgleitest ihm, weil das ist dann so eine Situation, in der er sich dann bewegen muss, da muss er irgendetwas tun. Ja, oder du sagst hier ganz einfach, pass mal auf, mein Lieber, ich mache das jetzt nicht mehr mit. Ja, bleib, wo du bist, mach dein Ding und ich mache jetzt mein Ding. Ich lebe jetzt mein Leben und du darfst dann loslassen. Also es ist wirklich so, wenn man sich Dinge, die sich schwer anhören, ein bisschen umdreht und anders formuliert, dann kommt einem das schon auch gleich viel leichter vor. Ja, du
Ich würde dir, wenn ich das jetzt als privates Reading für dich gemacht hätte, zu der Frage, würde ich dir sagen, es wäre für dich am besten und am leichtesten auf Dauer, wenn du diese ganze Situation einfach loslässt, weggibst von dir, ja, weg. Du machst dich frei, du bist erleichtert, ja, du kannst dich neu ausrichten, du kannst nach vorne schauen, du hast wieder viel mehr Elan, auch wenn es darum geht, jemanden anderen kennenzulernen. Ja, also es ist unterm Strich, wenn ich das hier so sehe und wir haben jetzt ein privates Reading, würde ich dir auf jeden Fall den Rat geben, diesen Mann hier loszulassen. Ja, der Fuchs schaut auf den Neuanfang, er ist in der Reihe mit seiner Partnerin hier, das Haus, die Fische noch dabei. Ich sehe dich hier belastet und am Nachdenken, am Sorgen machen. Alles andere als klar hier die ganze Sache. Würde ich dir auf jeden Fall den Rat geben, einmal in den Prozess des Loslassens einzusteigen. Ja, was das ganz genau ist und wie das geht, das dauert jetzt hier dann viel zu lange. Ich bin ja nicht der Fan von so langen Videos, aber auf jeden Fall hier, drei ist einer zu viel und du darfst jetzt loslassen. Du kannst diese Sache hinter dir lassen, bevor es dir noch mehr Energie kostet, wie schon sowieso. Ja, das war's dann auch schon wieder. Das Reading 3 ist einer zu viel. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine Lieben. Abonnieren drücken wäre super, da wäre ich sehr dankbar. Oder Daumen hoch und Glocke drücken und Instagram-Kanal besuchen. Und so weiter und so fort. Und genau, bleibt gesund, meine Lieben. Und wir sehen uns ja dann zum nächsten Video.